Da sehe ich eine Keule. Da sehe ich was flattern. Wow, da habe ich wieder einen Troll gesehen. Also ja, jetzt können wir... Achso. Das ist weiter oben oder unten. Hehe. Ja, jetzt können wir uns an vielen Orten umschauen. Ich würde zum Beispiel jetzt mal gern dahin gehen, weil da war ich auch noch nicht. Und ja, die Fitzelchen hier aufdecken würde ich auch gerne. Ich habe aber da so eine Idee, wie ich da hinkomme. Und ja, mit Karte navigieren ist immer wieder so toll. Doch nicht. Das hier ist nämlich endgültig eine Sackgasse. Okay. Naja, dann versuchen wir es halt außenrum. Hoppala. Nicht auf diese Art und Weise. Ja, ich habe schon mal irgendwie geschafft, auf die andere Seite zu kommen, aber... Wie, bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ach so. So wahrscheinlich. Ja, genau so. Mist. Ja, sich in dem Level zurechtzufinden mit seinen ganzen Etagen ist furchtbar. Sich im Kreis zu drehen ist auch furchtbar. Hier geht's wieder runter. Ja gut, jetzt bin ich hier. Hier wird es übrigens eine Abkürzung geben. Wenn ich nicht blind wäre. Hier gibt's nichts. So, ja, den da können wir nehmen, aber der da ist offen, ey. Oh, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, welcher Hebel den zumacht. Nee, das ist Sackgasse, okay. Da geht's auch nirgends lang.
Ach Moment, das ist aber nicht der hier, oder? Nee, das war der andere. So, wenn ich hier lang gehe, kann ich hier runterfallen. Brauche ich aber nicht, weil ich habe hier ja eine Abkürzung, nicht wahr? Ja, die habe ich. Wo ist eigentlich der andere Weg hoch zu Level 10 gewesen? So, ich kann... Ja, hier ist der Hebel, der die Luke da oben öffnet. Ja. Moment mal, ich kann ja was gucken. Nur nicht von hier aus, oder? Oder doch auch von hier aus. Nee, das ist die falsche Tür. Hä? Das müsste jetzt die Tür aufgemacht haben. Ja, hat's auch. Wow. Und das katapultiert mich wieder in diese Sackgasse nach hier unten. Weil es hier keine Luke gibt. Nee. Ha. Hier ist auch nichts. Also ja, ich bin froh, eine Karte zu haben, auch wenn ich sagen muss, sie ist nicht so hilfreich, wie ich gehofft hatte. Vor allem, weil ich im Kreis gehe gerade. Ne, wobei, ich gehe nicht im Kreis, ich bin ja da runtergefallen. So, jetzt bin ich wieder hier. Die Luke ist zu, das ist okay. Hier kann ich erstmal nur nach hier gehen und da könnte ich runterfallen, da ist oben zu. Na gut, jetzt bin ich wieder hier. Einmal umsonst im Kreis gelaufen. Ich könnte auch einfach den Durchgang nehmen, mich heller Kopf. Denn der führte nicht umsonst zurück. Okay, ich wollte eigentlich sagen, hier ist ein Einsturz, aber neben dem Einsturz ist ein Secret Button. Mit zwei von den Schlangenviechern. So, dass ich einmal giftige Spucke von beiden abkriege, da kann ich nicht viel gegen tun. Kodex des Lichts. Nehmen wir ihn mal mit. Und den Zauberstab von mir aus auch erstmal.
Okay, das war das hier. Hoppala. Und einfach nur der Vollständigkeit halber. Decken wir hier noch alles fertig auf. Jetzt sind wir sogar wieder an dem Punkt hier. Ach ja, und das hier ist ja der Aufgang, von wo wir hergekommen sind. Gut, ne. So, jetzt können wir hier durch die beiden Wege durch. Durch die beiden Abkürzungen, die wir da aufgemacht haben. Können hier hoch und sind dann wieder auf unserem Weg. Hoppala. So, hier nämlich. Und hier rum. So, da in der einen Richtung ein Ogre auf uns wartet, gehen wir erstmal in die Richtung. Und zwar direkt in die Gegner rein. So, erstmal der Gnomenkrieger weg. Die sind nämlich nerviger. Wenn die Gnomenpriester nämlich keinen Mana mehr haben, sind sie harmlos. Da hinten flattert was. Da latscht wieder eine Kompanie durch die Gegend. Da geht's aber auch zu diesem Troll. Oh, es sind... Oh, es ist ein, sind zwei Krieger und, ein Schütze und ein Priester. Komm, erst den Priester loswerden. Das könnte helfen. So, jetzt den Gnomenkrieger, der angeschlagen ist. Das ist der andere Gnomenkrieger. Jetzt noch der Armbrustschütze. Wenn es einer ist, ist es halb so wild. Nö. Das brauchen wir nicht unbedingt, aber den da nehme ich auf jeden Fall mit. Also ja, da ist der Troll, mit dem ich mich noch nicht anlegen möchte. Oh, ist das eine... Ah ne, es sind nur Drachenfledermäuse. Die können trotzdem... ein bisschen nervig werden. Okay, das wird ein bisschen knapp.
Aber gerade noch so hingekriegt. Oh je, oh je. Weglaufen, 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 weglaufen. Oh, so, das ist hier ein Verbindungsgang. Fast. Du heimer sie. Okay, es geht jetzt nur noch bis zu dem Troll. Und da hinten rum. Na komm, trollen wir uns mal. Das ist nur ein Level 11er Troll. Hm. Also etwas, womit ich vielleicht besser klarkomme. Okay, Stampfer sollte ich vielleicht unterbrechen. Okay, Doppelschlag. Okay, Hieb macht auf alles Schaden. Gut. Au. Okay, Hieb blocken, stampfen, ausweichen. Jedenfalls hoffe ich mal, dass ich dem Stampfer ausweichen kann. Mal gucken, was er gerade macht. Okay, nein, Stampfer kann ich nicht ausweichen. Kann ich allerdings blocken. Da kommt jetzt der Doppelschlag. Schwingen ist okay, wenn du schwingst. Stampfer, wie gesagt, nicht blocken. Hieb kann ich gerade nicht. Au. Kann ich Hieb ausweichen? Das ist die gute Frage. Gut, das ist Doppelschlag. Okay, ich kann Hieb ausweichen. Gut zu wissen. Das heißt, ich muss den Stampfer
kontern. Also blocken. Doppelschlag tut weh. Das ist aber okay. Doppelschlag macht wieder Damage, okay. Okay, Hieb ausweichen. Gerade noch so. Stampfer blocken. Mehr Angriffe. Jetzt kommt wieder ein Doppelschlag, der Aura machen wird. Schwingen ist okay. Okay, nicht genug Mana ist nicht so gut. Hieb ausweichen. Doppelschlag einkassieren. Schwingen. Stirb.